Du magst vielleicht denken, dass die Zeiten der Titanic längst vorbei sind, aber was wäre, wenn ich dir sagen würde, dass es vor weniger als 20 Jahren ein weiteres Schiff gab, das beinahe in die Fußstapfen des berüchtigten Passagierschiffs getreten wäre. Dieses Mal hätten rund 600 Passagiere ihr Leben verloren, wenn die schnelldenkenden und mutigen Entertainer eines Kreuzfahrtschiffs nicht gewesen wären. Die in Frankreich gebaute Ozeanos, die erstmals im Juli 1952 in See stach, war ein griechisches Kreuzfahrtschiff, das auf der Strecke Marseille, Madagaskar, Mauritius unterwegs war. Am 3. August 1991 brach sie nach langer Verspätung von East London, Südafrika, zu ihrer schicksalhaften Reise nach Durban auf. Der Kapitän der Ozeanos war der erfahrene Seemann Janis Avranas, der 30 Jahre lang, darunter 20 Jahre als Offizier, auf den Ozean gesegelt war. Schon vor Reiseantritt hatte das Schiff begonnen, sich abzunutzen. Mit Löchern in den Wänden, losen Rumpfplatten und fehlenden Teilen, die den Wasserfluss kontrollieren, sah es ziemlich vernachlässigt aus. Kommen wir aber zum Moment der Abreise zurück. Normalerweise hätte die Schiffsbesatzung eine Segelabfahrt mit den Animateuren und Musikern auf dem Deck draußen organisiert, aber diesmal schien einfach alles schief zu laufen. Das Meer war unglaublich rau und die Party fand in der Four Seasons Law statt. Trotzdem wollten die meisten Passagiere ihre Kabinen während eines so starken Sturms nicht verlassen. Aber bald wurde es noch schlimmer. Einige Stunden nach dem Abendessen konnten die Kellner ihre Tabletts kaum ausbalancieren, ohne was fallen zu lassen. In einem schrecklichen Moment begannen Teller, Gläser und Besteck von den Tischen zu rutschen. Die Leute konnten nicht mehr aufrecht stehen und die Topfpflanzen, die die Lorche schmückten, begannen umzufallen. Das Problem war, dass die Oceanos bei dem Versuch, die vorherige Verspätung auszugleichen, in die raue See einfuhr. Aber es stellte sich als fataler Fehler heraus. Erstens war das Abfallentsorgungssystem des Schiffs noch in Reparatur, was bedeutete, dass einige wesentliche Teile noch nicht ausgetauscht worden waren. Zweitens steckte das Schiff nicht nur in einem heftigen Sturm. Nein, die Situation war viel, viel gefährlicher, weil die Oceanos auf Schurkenwellen, auch Monsterwellen genannt, stieß. Sie sind unglaublich groß und unerwartet. Sie tauchen plötzlich auf und können sogar große Schiffe und Ozeandampfer zerstören. Angesichts der gefährlichen Wellen, die gegen das Schiff schlugen, war es kein Wunder, dass die Außenhaut nachgab und aufplatzte. Meerwasser füllte blitzschnell den Maschinenraum des Schiffes und da das aufsteigende Wasser die Generatoren leicht hätte kurzschließen können, wurden sie sofort abgeschaltet. Die Ozeanos verlor die Kontrolle und trieb auf den Wellen dahin. Die meisten Passagiere waren sich der bevorstehenden Katastrophe noch nicht bewusst, aber ihre Unwissenheit würde nicht von Dauer sein. Das Meerwasser flutete das Schiff durch die Hauptentwässerungsrohre, was bedeutete, dass es unkontrolliert aus Toiletten, Duschen und dem Wasserentsorgungssystem herauslief. Das Schiff sank langsam, aber sicher. Die Hauptlichter gingen aus und wurden durch die Notlichter ersetzt. Das Schiff war komplett dunkel, nur die öffentlichen Bereiche waren schwach beleuchtet. Du denkst wahrscheinlich, dass die Besatzung die Passagiere sofort informierte und den Evakuierungsprozess startete, als sie solch dramatische Neuigkeiten hörte? Hm, diesmal nicht. An Bord der sinkenden Ozeanos ist einfach nichts passiert. Als die Besatzung feststellte, dass das Schiff nicht mehr zu retten war und nicht mehr gerettet werden konnte, machten sie sich bereit, es zu verlassen. Sie befolgten die Standardprozedur zum Verschließen der Bullaugen auf den unteren Decks nicht und versäumten es sogar, den Alarm zu aktivieren. Infolgedessen blieben die Passagiere im Dunkeln, bis das Wasser die unteren Decks zu überfluten begann. Diejenigen, die die schreckliche Situation endlich bemerkt haben, eilten auf die Brücke, um die Besatzung zu suchen, stellten jedoch fest, dass das Schiff unbemannt war. Einige Zeugen berichteten später, sie hätten den Kapitän zusammen mit einigen anderen Besatzungsmitgliedern bepackt und bereit gesehen, das Schiff zu verlassen. Hast du schon von der Seemannsregel gehört, nach der der Kapitän als Letzter das Schiff verlässt, wenn es sinkt? Und wenn er nicht in der Lage ist, die Passagiere und seine Besatzung zu evakuieren, sollte er nicht einmal sein eigenes Leben retten, wenn er könnte. könnte. Naja, so viel zu dieser edlen Tradition auf der Ozeanos. Der Kapitän und seine Mannschaft würden diesmal den Tag nicht retten. Sie fuhren mit mehreren Rettungsbooten los, ohne zurückzublicken. Zum Glück hatte das Schiff noch seine Entertainer. Vor der Katastrophe hatten sich fast alle Passagiere in der Hauptlounge versammelt, um die Show um 22 Uhr zu sehen. Sie wurden jedoch immer alarmierter, weil auf dem Schiff etwas Merkwürdiges passierte. Moss Hills trat auf der Oceanos als Sänger und Gitarrist auf. Er wusste, dass das Schiff ein Problem hatte, aber zu diesem Zeitpunkt war ihm noch nicht klar, wie ernst die Situation war. Vorläufig beschloss er, die Gäste weiterhin zu unterhalten, um Panik vorzubeugen und sie ruhig zu halten. Da an Bord kein Strom vorhanden war, funktionierte keines der Mikrofone oder Lautsprecher. In der Dunkelheit der Notbeleuchtung spielte der Darsteller seine Akustikgitarre und sang dazu. Die Passagiere fragten aber mittlerweile immer zwischen den Liedern, was los war. Hills hatte keine plausiblen Erklärungen mehr und auch keine anderen Möglichkeiten, die nervösen Menschen zu unterhalten, weshalb er losging, um der Sache auf den Grund zu gehen. Später teilte Hills mit, dass der Kapitän bestritt, dass das Schiff untergehen würde, aber gleichzeitig sagte er ihnen, sie sollten sich auf eine Evakuierung vorbereiten. Es klang seltsam und Hills machte sich zusammen mit seinem Kollegen Julian Butler auf den Weg zum Crew-Only-Bereich, um die wahre Geschichte herauszufinden. Das dunkle Schiff schwankte heftig, die öligen Treppen waren unglaublich schwer zu erklimmen, aber irgendwann erreichte das Duo den tiefsten Punkt der Ozeanos. Zu ihrer Überraschung stellten sie fest, dass das Deck tatsächlich trocken war. Sie suchten weiter nach Anzeichen von Wasser, fanden aber keine. Hills und Butler blieben nichts anderes übrig, als zum Oberdeck zurückzukehren. Als sie dort ankamen, sahen sie, dass bereits mehrere Rettungsboote abgesenkt worden waren und Kinder und Frauen hineingebracht wurden. Zu ihrem Schock bemerkten die Animateure auch, dass hochrangige Offiziere ebenfalls in die Boote stiegen und niemand die Situation zu kontrollieren schien. Hills wurde noch misstrauischer und machte sich wieder auf den Weg zu den unteren Decks, diesmal allein. Als er sich dem Maschinenraum näherte, hörte er das Geräusch von tosendem Wasser. Der Mann bog um eine Ecke und seine schlimmsten Befürchtungen wurden bestätigt. Das Schiff sank. Als Hills den Schrecken der Situation bemerkte, sowie die Tatsache, dass sie keine Hilfe von der panischen Crew erwarten konnten, trat er in Aktion. Zusammen mit seiner Frau Tracy und ihren Kollegen Robin Boltman und Julian Butler begann sie, den Passagieren zu helfen. Hills sendete weiterhin einen Notruf über das Funktelefon, bis ihr Hilferuf beantwortet wurde. Die südafrikanische Luftwaffe und die südafrikanische Marine sandten 16 Rettungshubschrauber, die jeden Moment eintreffen sollten. Darüber hinaus reagierte das niederländische Containerschiff Ned Lloyd Mauritius auf den Notruf der Oceanos und eilte zur Hilfe. Später spielten dessen Rettungsboote eine wichtige Rolle bei der Evakuierung der Passagiere aus dem sinkenden Schiff. In der Zwischenzeit organisierte Moss Hills einen geordneten Evakuierungsprozess, bei dem Kinder und Frauen als Erste die verbleibenden Rettungsboote benutzten. Da das Schiff zu diesem Zeitpunkt bereits auf der rechten Seite lag, konnten die Passagiere leider nicht alle an Bord befindlichen Boote benutzen. Glücklicherweise kamen aber die Hubschrauber gerade noch rechtzeitig an, um die 225 auf dem Schiff verbliebenen Personen mit Hilfe von Sicherheitsgurten zu befördern. Die Animateure bestanden erneut darauf, dass zuerst Kinder und Frauen gerettet werden müssten. Danach wurden alle in eine nahegelegene Stadt gebracht, die ungefähr zehn Kilometer entfernt war. Alle 571 Personen, die sich an Bord befanden, nachdem die Besatzung das Schiff verlassen hatte, wurden gerettet. Moss und Tracy Hills sowie Butler und Boldman waren die Letzten, die das Schiff verließen. Boltman sagte später, der Kapitän habe ihn am Morgen vom Ufer aus kontaktiert, um herauszufinden, wie die Evakuierung verlaufen sei. Am nächsten Tag berührte die Ozeanos gegen 15.30 Uhr den Sandboden 100 Meter unter der Meeresoberfläche. Die letzten Minuten seines Untergangs wurden auf Video aufgezeichnet und von ABC News ausgestrahlt. Heutzutage liegt das Schiffswrack etwa 5 Kilometer vom Ufer entfernt. <laughs> Ganz schön beeindruckend. Hast du auch von anderen Geschichten gehört, in denen der Mut und die Hingabe eines einzelnen Menschen Menschenleben gerettet hat? Lass es uns unten in den Comments wissen. Wenn du heute was Neues gelernt hast, dann gib dem Video ein Gefällt mir und teil's mit deinen Freunden. Aber hey, steig noch nicht in das Rettungsboot. Wir haben über 2000 coole Videos für dich zum Ansehen. Alles, was du tun musst, ist, das linke oder rechte Video auszuwählen, drauf zu klicken und zu genießen. Bleib auf der Sonnenseite des Lebens. Wir sehen uns da.